Okay, egal. Wie wir sehen, die Scientists unterstützen uns sehr stark, deswegen haben wir jetzt nochmal einen Redebeitrag von ein paar Scientists. Machen gerade ein Selfie. Genau, sie machen gerade ein Selfie von euch, weil ihr so unglaublich seid. Auf jeden Fall ist es Eckart von Hirschhausen, vielleicht kennt ihr den sogar. Ein Arzt mit zwei von seinen Unterstützerinnen, einmal Detlef Gantenbein und Silvia Hartmann. Genau, kommt zu uns auf die Bühne. Dankeschön. Ziemlich überwältigt. Ich bin sonst in einer allgemeinmedizinischen Praxis und sehe mich immer nur einer oder maximal zwei Personen gegenüber. Ihr seid ein paar mehr. Und ihr seid alle hier, weil ihr wisst, die Erde hat Fieber. Und dieses Fieber, das schadet nicht nur unserem Planeten, sondern dieses Fieber, das schadet auch massiv unserer eigenen Gesundheit. Ich bin noch nicht ganz fertige Ärztin und studiere noch an der Charité. Und bin dort bei der lokalen FFF AG aktiv und bei der Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Und als angehende Ärztin sehe ich es als unsere Verantwortung, dass wir die Gesundheit der Bevölkerung schützen und verbessern. Gesunde Menschen kann es aber nur auf einem gesunden Planeten geben. Und deswegen sind wir heute alle hier und es ist super klasse, dass ihr da seid. Und lasst uns aufhören, immer nur über Verzicht zu sprechen. Denn durch Klimaschutzmaßnahmen können wir einfach nur gewinnen. Unsere Bevölkerungsgesundheit kann besser sein, als sie aktuell hier und jetzt ist. Und daher bin ich froh, dass nicht nur wir als angehende Ärztinnen das so sehen, sondern dass ich hier gemeinsam stehe mit den uns vorangegangenen Generationen und möchte das Wort weiterleiten an den langjährigen Chef der Charité und derzeitigen Präsident vom World Health Summit, Professor Dr. Detlef Ganten. Silvia Hartmann ist eine der vielen tollen Studentinnen an der Charité. Ich bringe die Grüße des gesamten Vorstandes der Charité und auch der Berliner Universitäten, die globale Gesundheit auf ihre Exzellenzinitiative geschrieben haben, als eines der übergreifenden Themen. Vielen Dank, dass wir heute bei euch sind. Und vielen Dank, dass ihr uns ermutigt, als alte, 300 Jahre alte Institution moderne Trends aufzunehmen und in die Zukunft zu denken. Mit euch, ohne euch wäre dieses nicht so in Fahrt gekommen. Und ich spreche nicht nur für die Charité und für die Universitäten, ich spreche auch für meine Kinder und Enkelkinder, die mir gesagt haben, Detlef, heute musst du hier auftreten, wir warten, was du sagst. Und ich sage euch, viele Ärzte und Mediziner und Wissenschaftler forschen in ihren Labors, machen gute Forschung, aber gegen Klima gibt es keine Tabletten. Klima muss ganz anders angegangen werden. Die Zivilgesellschaft, und das seid ihr, und die Wissenschaft und die Politik und die Wirtschaft müssen alle zusammenarbeiten. Sie müssen gemeinsame Ziele entwickeln. Und ihr seid der Motor und die Kraft hinter diesen gemeinsamen Zielen. Ohne euch säße die Koalition jetzt nicht da im Kanzleramt und würde den Druck spüren, dass wirklich etwas geschieht. Aber wir Wissenschaftler müssen auch was tun. Und wir haben einen Weltgesundheitsgipfel, das hat Silvia schon gesagt, ein World Health Summit hier in Berlin zusammengerufen, in dem alle Welt, 2500 Leute, einmal im Jahr zusammenkommen und überlegen, was für die Weltgesundheit getan werden kann, gemeinsam mit euch. Vielen Dank, dass ihr uns dazu anleitet. Und einer von denen, die uns mit unterstützen mussten, ist natürlich die Ärzteschaft, die verfasste Ärzteschaft, die Berliner Ärzteschaft, die Bundesärzteschaft, Bundesärztekammer. Und dafür spricht unser guter Kollege Peter Boppert. Ich freue mich wirklich sehr, heute bei euch zu stehen.
weil das uns die Gelegenheit gibt, euch klar zu sagen, die Ärzteschaft, die Wissenschaft steht hinter euch und eurem Protest für den Klimaschutz. Wir, die Ärzteschaft, sind der Menschlichkeit und der Wissenschaft verpflichtet. Und das ist unsere Verantwortung, unsere Aktivität für einen aktiven Klimaschutz. All diejenigen, die immer noch glauben, den Klimawandel verneinen zu können oder gegebenenfalls dessen Konsequenzen nicht sehen zu wollen und nichts tun zu wollen, denen sagen wir heute, die Ärzteschaft, die Wissenschaft, die steht nicht hinter denen, die stehen alleine da, die stehen hinter euch, ihr seid auf der richtigen Position. Und wenn wir jetzt gleich losgehen, dann gehen wir an der Charité vorbei, an dem Haus der Deutschen Ärztegewerkschaft Marburger Bund, und dort werdet ihr die Unterstützung der Ärzteschaft auch hören und sehen. Wir, die Ärzteschaft, stehen hinter euch. Wir stehen gemeinsam für den Klimaschutz, gemeinsam und teilbar. Ich danke euch. Und jetzt darf ich übergeben an den wohl bekanntesten Arzt Deutschlands, und bei der Ankündigung vorhin gab es einige große Augen. Für all diejenigen, die ihn nicht kennen, kurzer Rat, fragt eure Großeltern, die kennen ihn noch aus dem Fernsehen. Hallo, ja, mein Name ist Eckhard von Hirschhausen, ich bin Arzt, das war mal mein Lehrer, und ich bin total begeistert, dass drei Generationen von verantwortlichen Ärztinnen und Ärzten heute hier mit euch demonstrieren dürfen. Wir müssen nicht das Klima retten, wir müssen uns retten. 42 gleich 112, was heißt das? Der Mensch hält nur 41 Grad aus. Das habe ich bei dir gelernt, Detlef. Das ist höchstes Fieber. Und drüber sterben wir. So einfach ist es. Das heißt, 42 Grad Außentemperatur ist ein medizinischer Notfall. Und diese Klarheit haben ganz viele Menschen noch nicht wirklich realisiert. Wir sind in einer beschissenen Lage. Und die Ärzteschaft hat eine Aufgabe, schlechte Nachrichten zu überbringen. Deswegen lasst uns überlegen, wie die nächsten 10 Jahre so aussehen, dass wir enkeltauglich leben. Die Erde hat Fieber und wir brauchen nicht Panik, wir brauchen jetzt Priorität in der Politik. Wenn unsere Mutter Fieber hätte und auf der Intensivstation in der Charité liegt, dann würden wir alles stehen und liegen lassen und uns genau darum kümmern. Und diese Priorität hat die Politik hoffentlich verstanden. Die jammern jetzt, dass sie die Nacht nicht schlafen konnten. Dafür haben sie 30 Jahre lang geschlafen. Und ich kann auch dieses Gerede über Arbeitsplätze nicht mehr hören. Die Automobilindustrie ist nicht der größte Arbeitgeber in diesem Land. Die Gesundheitsbranche beschäftigt 4,5 Millionen Menschen. Das heißt, Menschen, die sich um andere kümmern, werden alle arbeitslos, wenn die Grundlage von unserer Gesundheit nicht mehr da ist. Wir können tolle Hochleistungsmedizin machen, aber die Grundlage von menschlichem Leben auf diesem Planeten ist nun mal Wasser, Luft und erträgliche Außentemperaturen. Und das kann man nicht mit einer Tablette, einer Operation oder irgendwie Geld herstellen. Wir müssen es schützen oder wir kommen um. Das ist leider die Wahrheit. Bitte schaut einmal in diesen Himmel. Diesen Himmel teilen wir mit allen Menschen auf diesem Planeten. Und wir machen einen großen Fehler, wenn wir denken, wir können da reinpusten, ist doch egal, das verteilt sich. Die Atmosphäre, der Unterschied zwischen Leben und kaltem Kosmos ist genau 3-4 Kilometer. Das heißt, von hier bis Prenzlauer Berg ist die Atmosphäre schon zu Ende. Und das heißt, wir machen einen Fehler, wenn wir denken, ach, da ist noch Platz für noch mehr Treibhausgas. Es ist nicht. Die Atmosphäre ist so empfindlich und so fragil wie die Haut von einem Apfel. Und deswegen lasst uns Bilder finden, die, wie Silvia völlig richtig gesagt hat, uns motivieren hin zu einer Welt, die lebenswerter ist als die, die wir kennen. Einer Welt, die zerstörerisch ist für uns und die Zukunft von allen Generationen. Wir brauchen eine Idee davon, was es heißt, wenn wir weniger Fleisch essen, dass wir nicht verzichten, sondern dass es uns selber gut tut. Und ich atme immer noch lieber die Abgase von 10 Radfahrern ein, als von einem SUV. Ich möchte auch klar machen, dass ich total froh bin, dass wir auf dem Deutschen Pflegetag zusammen mit Luisa Neubauer und der Pflege die Idee von allen Gesundheitsberufen for Future gegründet haben.
Schon haben wir eine engagierte Pflegekraft gehört. Das ist die größte Gruppe im Gesundheitswesen. Und wir müssen das nicht nur den Ärzten überlassen, sondern alle Gesundheitsberufe und alle Patienten und alle, die nicht zu Patienten werden wollen, sind aufgerufen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Haltet den Druck aufrecht. Wir brauchen euch. Danke.